So, hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Ich sitze heute mal wo ganz anders, denn ich sitze bei uns heute mal in der Küche. Und der Grund ist der, ich bin eigentlich überhaupt nicht da. Ich bin eigentlich im Urlaub und das ist auch das Thema, um was es heute geht. Nämlich, was machst du mit deinen Positionen, wenn du im Urlaub bist? Und was ich mit meinen Positionen im Urlaub mache, warum ich hier in der Küche sitze. Tja, das alles jetzt hier im Video, also bleib dran. Also eigentlich bin ich überhaupt nicht da, ich bin nämlich im Urlaub und ich bin heute nur mal ganz kurz hier ins Büro gekommen, um mal so nach dem Rechten zu schauen, ne? Das musst du ja als Chef manchmal machen. Und jetzt habe ich aber gemerkt, überall hier wird gearbeitet, sogar in meinem eigenen Büro wird gearbeitet und deswegen habe ich mich mal hier in unsere Teamküche zurückgezogen, habe mir schnell hier ein Espresso gemacht und mein Team hat gesagt, Mensch Jens, mach doch mal schnell noch ein Video zum Thema, wie geht man mit Positionen im Urlaub um. Und ich weiß ja, dass ja ganz viele Leute neu dabei sind, die vielleicht jetzt Kurse gekauft haben, kleine Konten beispielsweise, oder die jetzt auch neu zum Optionshandel gekommen sind. Und jetzt muss man eins mal ganz klar unterscheiden. Wenn du ein Aktieninvestor bist und wenn du langfristig investierst an der Börse, dann ist es eigentlich vollkommen egal, wie lange du jetzt im Urlaub bist. Also ob es jetzt hochgeht oder ob es jetzt runtergeht, das spielt im Grunde genommen überhaupt keine Rolle, weil du bist einfach in deinen Aktien investiert und damit ist alles okay. Wenn du mit Optionen handelst und wir reden jetzt mal von Aktienoptionen und Future-Optionen, dann musst du das natürlich ein bisschen anders gestalten. Fangen wir mal als erstes an mit Future-Optionen, okay? Also wenn du natürlich Future-Optionen hast, dann weißt du, dass sich zum Beispiel Rohstoffe manchmal sehr, sehr schnell bewegen können. Und es ist nichts Außergewöhnliches, dass mal ein Getreide, wo du vielleicht eine Option geschrieben hast, 3, 4, 5% am Tag macht. Auch Erdöl, auch Gold, all das sind so Dinge, die sich mal schnell bewegen können. Und das heißt, da kannst du nicht sagen, ach komm, ich bin jetzt mal 14 Tage lang nicht da und schau deswegen nicht ins Konto rein. Das heißt, du musst gewährleisten, dass du während deines Urlaubs ins Konto reinschauen kannst. So, wie mache ich das jetzt? Bei mir ist es relativ einfach. Ich habe ein Team, das heißt, mein Team kümmert sich in der ganzen Zeit um alle Konten. Das heißt, die schicken mir dann jeden Tag so einen kurzen Bericht aufs Smartphone, das schaue ich mir dann auch an. Und dann, wenn es mal was Dramatischeres gibt, dann besprechen wir das. Am Grunde genommen sind die Jungs ja so gut, dass sie mich überhaupt nicht brauchen, sondern auch alle Entscheidungen komplett ohne mich treffen können. Für dich musst du jetzt entscheiden, hast du jemanden, der das für dich übernimmt? Es gibt ja manchmal so Trading-Partnerschaften, wo man sagt, hey, wenn ich nicht da bin, schaust du bei mir ins Konto. Wenn du nicht da bist, schaue ich bei dir ins Konto. Das kann man machen. Oder aber du musst eben zwischen zwei Dingen abwägen. Punkt Nummer eins, entweder, und das ist vollkommen in Ordnung, das habe ich jahrelang auch selber so gemacht, du machst im Urlaub alle deine Positionen einfach zu. Das heißt, wenn du weißt, okay, jetzt geht es irgendwie am Montag, geht es in den Urlaub, dann schließ eben am Freitag zuvor sämtliche Positionen, dann hast du den Status quo, dein Konto ist so wie es ist und du kannst entspannt in den Urlaub fahren. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dein Konto hätte ein ganz klein wenig ansteigen können, weil vielleicht ein paar Positionen, die offen waren, sich noch hätten verbessern können, Zeitwertverfall und so weiter und so fort. Was ist aber was oder was hätte passieren können? Es könnte eine ganz, ganz schnelle Bewegung geben gegen dich. Ne? Murphy's Law, wenn, dann läuft es immer gegen einen. Und dann hast du natürlich ein großes Problem. Weil wenn du das dann mal angenommen, ich war zum Beispiel jetzt schon mal ein paar Tage in der Türkei. Tolles WLAN, wenn du irgendwie so Instagram machen willst oder sonst irgendwas. Wenn du aber in die TWS reingehen willst, dafür war das einfach zu schwach. Ne? Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine Lust im Urlaub dann immer zu sagen, ah, ich gehe mal schnell irgendwo in ein Internetcafé und schau mal nach, dass ich da irgendwo in meine TWS reinkomme. Und dann, wenn du mitbekommst, dass du Positionen hast, die unter Druck sind und du kannst vielleicht nicht so richtig reagieren oder du sitzt so nachmittags schon am Strand und denkst so, oh, wann gehen wir denn endlich wieder, dass ich abends hier im Zimmer schauen kann, ne? Dann versaust du dir im Grunde um deinen Urlaub. Das heißt, entscheide dich, entweder mach alle deine Positionen zu oder aber hab sichergestellt, dass du während deines Urlaubes wirklich überall zugreifen kannst. Wir hatten schon mal hier den aus unserer Sicht witzigen Fall. Für den Kunde war es kein witziger Fall. Ne? Der hatte uns geschrieben und gesagt, hey, ich sitze jetzt hier gerade in Kuba und komme nicht in meine TWS rein. Was ist das Problem? Ich habe da Internet. Ja, Kuba, TWS, Interactive Brokers, amerikanische Firma, das funktioniert nicht. Ne? Würde in Nordkorea übrigens auch nicht funktionieren, aber okay, da macht, glaube ich, niemand Urlaub. Also das heißt,
habe sichergestellt, dass du wirklich ins Internet kommst. Und bloß weil dir ein Anbieter sagt, ne, irgendwie so ein Reiseanbieter, du hast da gutes WLAN, heißt es noch lange nicht, dass die TWS geht. Die TWS braucht Power, die braucht eine gute Internetverbindung. Und oftmals geht das dann selbst nicht, was bei dir zu Hause über die App läuft, geht im Urlaub nicht. Also deswegen, wenn du das nicht gewährleisten kannst, wenn du keine vernünftige Internetverbindung hast und du handelst Future-Optionen, dann mach das Ding zu vorher und sag, okay, ich fahre entspannt in Urlaub. Wenn ich halt in 2 Wochen wiederkomme, dann mache ich das Ganze entsprechend einfach wieder neu auf. Du verpasst nichts, außer vielleicht ein bisschen Gewinn. Und glaub mir, diese 14 Tage werden nicht darüber entscheiden, ob du eine Überrendite erzielst. Die können aber dafür sorgen, dass du eine deutliche Unterperformance hast, wenn es dir in dieser Zeit dein Konto zerschießt. So, wie ist jetzt mit Aktienoptionen? Mit Aktienoptionen muss man ein bisschen unterscheiden. Wenn du Aktienoptionen handelst, zum Beispiel nach einem klassischen Short-Put-System, das heißt, dir geht es nur um Prämie, ne? Auch dann solltest du am besten deine Position schließen oder eben gewährleisten, dass du hinschauen kannst. So, das bedeutet aber auch, du musst Morgenroutine machen, du musst über den Markt informiert sein und so weiter. Also, hast du die Zeit im Urlaub, willst du dir diese Zeit wirklich auch nehmen? Falls nicht, lass es, okay? Falls nicht, mach einfach deine Position zu. Wenn du wieder da bist, fang einfach von vorn an. Wie ist es jetzt, wenn du zum Beispiel Cash Secure Puts geschrieben hast, ne? Da ist es ein bisschen entspannter, weil was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Du bekommst am Ende deine Aktien eingebucht oder während des Urlaubs deine Aktien eingebucht, die du ohnehin haben möchtest. Das heißt, dann bist du so wie der Investor, den wir ganz am Anfang beschrieben haben. Ne? Also das heißt, man kann gar nicht pauschal sagen, mach zu oder lass offen. Das kommt wirklich darauf an, was du hast. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Future-Optionen, Aktienoptionen, wo es nur um die Prämie geht, dann solltest du tendenziell eher zumachen oder schauen, dass du tatsächlich sicher sein kannst, ob du im Urlaub schauen kannst und auch willst, ob das auch deine Familie will. Ne? Ich glaube, nicht alle Familien sind so wahnsinnig begeistert, wenn der Papa oder die Mama oder der Mann oder die Frau abends nochmal sich hinsetzen und 2 Stunden Börse machen. So, bei Cash Secure Puts, lass das Ding einfach laufen. Im schlimmsten Falle hast du halt die Aktien, die du ohnehin haben willst. Und ja, das war's eigentlich für heute. Ich trinke jetzt hier meinen letzten Espresso, verschwinde dann auch gleich wieder, lass meine Jungs hier den Rest machen. Und wenn du übrigens sagst, Mensch, nach dem Urlaub, da will ich nochmal so richtig angreifen, ich will es jetzt mal wissen. Hier unten ist ein Link, optionsstrategien.com/termin, trag dich da ein für ein kostenloses Strategiegespräch. Wir zeigen dir, wo du stehst, wo du hinkommen kannst, welche Möglichkeiten du hast. Da unten ist der Link, trag dich einfach ein. Wir sehen uns wieder nach dem Urlaub. Bis dahin, tschüss, servus, mach's gut. Bye, bye.